Jawohl, willkommen zurück zum Alchemiemeister Nuviel hier. Ja, wir sind einfach mega krass. Wir haben dem Schlaflosen einen Schlaftrank gebaut in der letzten Folge. Und der schläft jetzt. Denke ich. So, wir müssen jetzt Beinwill für den anderen hier, für diesen Bauarbeiter hier, bevor der hier uns gänzlich verreckt, bringen. Das hilft auf jeden Fall gegen Prellungen und so weiter. Wir müssen an Ufern und Feldrändern gucken. So, ich nehme mal die Fackel in die Hand, wa? Oder haben wir Beinwell irgendwo? Nee, Beinwell hatten wir noch nicht, oder? Also gefunden haben wir ihn sicherlich schon, aber. Ah, okay, ich habe schon die Fackel an ausgerüstet, oder wie? Nein. So, okay. Ja, keine Ahnung, was er hatte. So. Jetzt gucken wir uns hier mal um an Ufern, weil da hinten ist auf jeden Fall ein Fluss gewesen. Und Feldränder. Was haben wir denn hier? Auf jeden Fall kein Bein will. Augentrost haben wir hier. So, noch mehr Augentrost. So. Okay, das ist hier bestimmt Salbei, oder? Ja. Mein Gott, ich werde hier der Kräutermeister schlechthin. Ja, man erkennt das schon von Weitem, was es ist. Alles klar. Hier ist noch mehr Augentrost. Yay. Den brauchen wir zwar nicht, aber wir nehmen ihn sicherheitshalber mal trotzdem mit. Was haben wir denn hier? Nichts. Gut. So, Feldränder. Was haben wir denn hier? Auch nichts. Nee. Gut, wir gucken mal uns hier am Flussufer um. Auch hier hinten irgendwo so. Hier läuft doch auf jeden Fall ein Fluss durch, oder? Ja klar. Wir sind ja in Zassau. Hier muss es einen Fluss geben. Ah, hier ist Fritz gestorben. Ja, hier ist auf jeden Fall der Fluss gleich. Was haben wir denn hier? Minze? Was ist das hier? Distel, okay. Disteln. Ich glaube, wir müssen näher hoch. Oh, wir sind überlastet oder was? Bitte nicht. Doch. Okay, wir haben jetzt. Wir können das ja halt nicht mehr rennen. Wir müssen zusehen, dass wir ein paar Sachen verkaufen. Was ist denn nur los hier? Okay, die Sachen wiegen hier nichts. Was ist denn so schwer? Ja, die Ausrüstung halt, ne? Und das Schild. Gut, wir können jetzt nur noch laufen. Und uns waschen. So, dann müssen wir halt nur laufen. In Richtung. Wir können auch gar nicht mehr hüpfen, oder was ist? Ja, okay, dann checken wir das jetzt hier mal aus. Hier irgendwo am Ufer gibt es doch dieses Beinwill sicherlich. Gibt es zumindest Frösche. Was haben wir denn hier? Kann ich nicht sammeln oder was? Nee. Okay. Hier ist Schilf. Hier muss es doch irgendwo Beinwill geben.
immer so danach aus, aber nein. Wermut? Nee, Wermut brauchen wir nicht. Wir brauchen Beinwill. Was war das? Löwenzahn, okay. Okay, was ist das hier? Distel bestimmt. Ja. Ist bestimmt auch Distel, oder? Ja. Wo bekommen wir Beinwill her? Das sind hier alles Disteln. Disteln. Noch mehr Disteln. Das gibt's doch gar nicht. Muss es doch irgendwo Wermut geben. Ah, Busch! Fischreuse. Oh. Hier können wir Fische mopsen. Aber ich will jetzt eher lieber Beinwill finden. Und wir müssen zum Händler gehen, Sachen verkaufen. Das wird langsam wieder hell, oder wie? Ich laufe mal außen rum. Ich glaube, Beinwell gab es auf jeden Fall im Klostergarten, aber ich will jetzt da nicht unbedingt das jetzt daraus klauen. Nicht, dass der Alchemist uns hier irgendwie nicht mehr mag oder so. Keine Ahnung. Okay, hier ist nirgends Beinwell. Beinwell, wo bist du? Wenn ich nur wüsste, wie das ausschaut. Oh, ich hänge am Stein. Oh Gott. So, okay, hier ist dann Finite. Ist doch hier ein Ufer, oder nicht? Nein, nein, nein. Können wir nichts aufsammeln? Wieso nicht? Hier komme ich bestimmt nicht vorbei. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Wie viel Uhr haben wir es denn? Kurz vor halb sechs haben wir es. Halb sechs in der Früh. So, die Fackel kann ich jetzt erstmal weghauen. So, wir brauchen Beinwill. Definitiv. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das Beinwill ist, was wir halt brauchen werden, weil einfach du hast alchemistisch? Okay, war. Okay, warum hat sich die Musik gerade so krass geändert? Es ist irgendwie gruselig. Was zur Hölle? Das ist eine Brennnessel. Das ist Kamille, das ist eine Distel, ja. Schon sagen hier eh. Was ist das hier? Oh!
Bainville, ich fasse es nicht. So, Bainville haben wir jetzt. Bainville. Das nehmen wir mit. Das ist halt auch lila. So, wie viel Bainville haben wir denn jetzt? I don't know, aber. So, wir gucken mal, wie viel er davon jetzt braucht. Ich weiß es nicht. Was zum... Ja, hör auf zu sterben. Na, wie sind das Hoffentlich hier? sind das die Kräuter. Haben wir das jetzt? Okay, wir haben ihm jetzt eins gegeben, oder was? Nein, ich bestätige es. Danke dir. Mit etwas Glück taugen die was. Komm in ein paar Tagen zu mir, falls du Zeit hast. Oh. Okay, was heißt in ein paar Tagen? Ist der Deal denn jetzt, oder was? Verehrte Johanka, ich komme in Bewunderung für deine Selbstaufopferung. Ich möchte dich gern zu einem erlesenen Bankett in meinen Palast einladen. Du verdienst etwas sehr... Dieser Lackaffe. Was hast du hier zu suchen, Bursche? Ja, Wer hat im dich Gegensatz eingelassen? dir helfe ich hier. So, ich helfe ihm. So, das. Was, dieser Kustos, ich hasse ihn, ohne Scheiß. Der ist so ein Schnösel und Spinner und ich mag ihn voll und ganz nicht. So ein Idiot. Das Geld werden wir uns noch Ich wiederholen kümmere von mich um dem. die Verwundeten, wie du sicher weißt. Na dann troll dich und störe mein Gespräch mit Johanka nicht. Was ist Du los mit wirst ja dir? nicht gebraucht. Du Sch Heinrich? Okay, er ist auf jeden Fall. Warum das Bekind nicht hier ausrichten? Johanka braucht nichts von dir. Also er ist auf jeden Fall mit der Sprache viel eher als mit. Er redet sehr gern, sagen wir es mal so. Ich will nicht stören. Ich mach das jetzt hier Aber mal. Johanka braucht von dir nichts, guter Mann. Du wirst mich auf geziemende Weise anreden, du Lump. Verstanden? Oh Gott, jetzt egal, wie ich mich entscheide, oder? Plustert sich auf. Aber wieso soll ich Angst vor dem haben? Jetzt mal ehrlich, ja? Puh. Ich rede mit jedem so, wie er es verdient. Ist mir jetzt egal hier. Okay, jetzt speicherte. Oh Gott, jetzt kriegen wir auf die Fresse. Niemand spricht in diesem Ton mit mir. Werft ihn für die Nacht in den Kerker, damit er ein paar Manieren lernt. Ab in den Kerker mit uns. Ich wusste es, aber er kann sich das doch einfach auch nicht erlauben, einfach, oder? Er kann sich das auch echt nicht erlauben, ey. Dieser Idiot, ey. Toll, jetzt sind wir wieder gleich gekerkert hier. So ein Idiot, ey. Ich kann es nicht wiederholen, was für ein Idiot er ist, so. Der wird schon sehen, was er davon hat. Den werden wir schon, der wird noch sein blaues Wunder erleben, ja? So wie der mit der uns geredet hat. Aber was denkt er sich denn eigentlich, was er ist? Vor allem, er hilft hier nichts, weißt du, und plustert sich so auf. So ein Idiot, ey. Schon wieder, da war es wieder. Oh mein Gott, was ist denn nur los? Okay.
ja, dann... Wir waren echt schon lange nicht mehr im Kerker, fällt mir gerade auf. Wurde ja mal wieder Zeit, ne? Jetzt lädt er wieder. Jetzt sagt Johanka bestimmt, oh, du hättest nicht so mit ihm reden sollen. So, wo sind wir denn? Ah, okay, auf der anderen Seite, alles klar. Gut. Okay, hier ist ein Krämer. Das, ach, alle sind jetzt schon wieder hier nicht am Start hier. So ein Idiot, ey. So, ich kann leider nicht rennen, weil ich überpackt bin, aber wir haben auf jeden Fall das richtige Kräuter jetzt gefunden. So, ich guck mal ganz kurz, wie es aussieht. Oh Gott, wir müssen auf jeden Fall uns regenerieren. Wir laufen jetzt mal Richtung Kathedrale. Kathedrale, Kloster, sage ich ja, Kloster. Wo war denn der Weg hier? War das hier lang? War hier die Brücke? Ja. So, weil dort konnten wir zumindest im Bett schlafen und wir können mal mit der Johanka quatschen. Der Florian hier, Mensch. Ja, Dem haben wir ja, weiß nicht, 120 oder 130 Groschen gegeben dafür, dass er denen hilft. Aber was hat er bisher getan? Was hat er bisher getan? Gar nichts hat er getan. Unser Geld genommen und nichts hat er getan, dieser Vollhonk. Der wird schon sehen hier. Er hat sich mit dem Falschen angelegt. So sieht's aus. So. Mal uns waschen. Okay, wir gehen uns nicht waschen, da ist nichts drin. So, wir müssen uns auf jeden Fall ausruhen. So, dann sind wir gleich da. Oh Mann, ey. Oh, der regt mich so auf. Er regt mich sowas von auf. Dieser eingebildete Fatzke. Ich stehe unter höhere Herren als er hier, so möchte gern Fuzzi. Abgesehen davon, dass hier das Kloster, ja, unserem Herrn Derwisch komplett verarschen möchte, oder was mit dem Stein. Das geht so nicht. Das klären wir auch noch auf. So, ist da jetzt Wasser drin, bitte? Nein, was ist denn mit dem Wasser hier los, ey? Ah, hier. Können wir uns waschen? Und aus dem Topf essen. So. Ja, da kommen wir nicht rein. Ah, jetzt geht's. Was ist denn da drin? Dass hier die Musik hier so abartig wird. Irgendwas ist da ganz. Also nicht ganz koscher. Die haben hier alle Dreck am Stecken oder so. Ich weiß es nicht. So, wir quatschen jetzt hier mit dem Herrn. Okay, wir quatschen nicht. Der pennt ja hier noch. Aber wir können mit Johanka quatschen. Sebastian, der Kustos ist wirklich widerlich. Er kann gemein sein. Aber auf seine Art eben auch? Ach, ich weiß nicht. Das ist nicht dein Ernst. Was soll das heißen?
Er war wenigstens die ganze Zeit hier, im Gegensatz zu dir. Willst du mich verarschen? Das geht dich nichts an. Hat sie nicht selber gesagt, dass der hier ihr auf den Sack geht? Erzähl mir mehr über die Lage vor Ort. Danke, mehr wollte ich nicht wissen. Und im Gegensatz zu ihm haben wir, glaube ich, mehr geholfen als Bruder Elias. Hast mich gerettet. Hast mir wahrhaftig den Arsch gerettet. Bei Gott, ich danke dir. Das war doch nichts. Hast mehr geholfen als die anderen hier. Mir tut's bloß leid, dass ich kein Silber habe, um's dir zu vergelten. Aber ich verrate dir was. Wie solche wie ich Tag ein, Tag aus so hart schuften können. So, Vitalität und ein Level sind wir aufgestiegen. Okay. Krass. So, jetzt müssen wir dem Philipp dann helfen, aber wir werden uns jetzt erstmal hier schlafen liegen. So. Okay, die Schuhe müssen wir auch langsam zusehen, dass wir die reparieren. Und vor allem unsere Ausrüstung hier komplett auch. Und schlafen. So, wir müssen uns... Wir brauchen Energie. Zack. Dann können wir auch schließlich... die Sachen verkaufen, die wir jetzt nicht mehr brauchen erstmal. Aber was ist denn so schwer? Sind es wirklich die ganzen Pflanzen, die wir jetzt mit uns rumschleppen oder was hier? Na gut. Ja. Hatten wir jetzt auch Punkte für Alchemie bekommen, dass wir den, weil wir den Trank da gebraut haben? Ich hoffe doch sehr, dass das was geholfen hat. Schluck hier nehmen, so. Und wir speichern wenigstens zwischendurch. Also ist alles richtig gemacht. So. Die Johanka. Die hat doch gesagt, dass dieser Kustus ihr auf den Sack geht. Ich bin mir ziemlich sicher. Hast du noch was zu sagen? Nö. Weißt du, ich hilf hier allen. Was macht sie? So, handeln. Was kriegen wir hier? Also wir behalten jetzt immer so ein bisschen was noch ein. Würde ich sagen. Beinwill, ja, davon behalten wir auch mal viel so. Was ist denn sonst noch so schwer in unserer Ausrüstung hier? Oder Stärke ist aktuell reduziert, Geschwindigkeit 19 ist hoch, okay, Einbeere. Psst, was habe ich denn jetzt gemacht? Hier Johanniskraut, da brauchen wir auch nicht so viele erstmal. Zack, zwei reichen. Löwenzahn haben wir. Oh, Minze haben wir richtig viel. So, das. Echt, die Blumen. Dass die so viel wiegen, die Blumen, ist ja Wahnsinn. So, das war's. Okay, das Brot muss weg. Was haben wir denn hier noch?
Rüstung halt, ne? Und Waffen. Die Pfeile wiegen halt natürlich auch was, ne? Und der Bogen haben wir ja auch noch nicht. Fackel, Scherbe, Schild. Aber mehr haben wir auch nicht. Wieso wiegen wir denn so viel? Das ist wirklich die Ausrüstung. Die Dietriche. Okay, das wiegt ja alles eigentlich nichts, ne? So. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch ein bisschen mehr bekommen. Preis. Ist gut. Ich möchte gerne so viel bekommen. Verstanden? Ein bisschen weniger. Nicht schlecht. Senke deine Ansprüche noch etwas und wir sind uns einig. Wir bleiben dabei? Ja, das sollte passen. Ja, wir sind einfach so krass gut. So, jetzt sind wir zumindest nicht mehr schwer. So, mit dem. Jetzt fehlt uns hier der Philipp. Zumindest. Mit dem können wir quatschen. Was ist jetzt wieder los? Trink doch dein Gebräu. Es ist alle. Du hättest das aufheben sollen. Ja, hab ich aber nicht. Kannst du mehr brauen? Das Problem ist, man darf es, glaube ich, zu oft verwenden. Moment. Scheiße. Wir hatten es doch gelesen. Der Schlaftrunk und so weiter. Wir hatten es gelesen. Ich glaube, ich bin der Meinung, wir dürfen nicht zu oft das machen, weil der sonst uns ja wegstirbt. Das letzte Mal. Ich sag mal nein. Du raubst mir damit den letzten Nerv. So, ich lese das jetzt hier. Ich kann nochmal mit dem quatschen, aber das lesen wir hier mal ganz kurz schnell nach. Hier, Schlafdruck. Wer nicht schlafen kann oder viel zur Ruhe bringen muss, bla 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 bla. Bereite Öl, genau. Genau, doch Vorsicht vor zu häufigem Gebrauch, denn er vermag den Geist zu schwächen. Je, also, wenn wir den zu oft benutzen, ich weiß jetzt nicht, ob einmal noch okay ist. Mehr? Ja, bitte. Okay, habe ich denn jetzt noch genug Mondblumen da? Also Mondblume hatten wir, Distel hatten wir und die einen Dinger hatten wir ja auch. Kann ich das hier vorbereiten? Distel war das. Mondblume und diese Einbeere hier. Zack, vorbereitet. Okay, gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge bereiten wir ihm nochmal so einen Schlaftrunk vor. Aber wenn er dann nochmal kommt, dass wir ihm nochmal, dann sagen wir nein, 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 weil sein Gehirn schmilzt sonst weg und so weiter. Sonst hat er hinterher, stand ja da, das verringert den Geist oder schwächt den Geist irgendwie oder so. Ja, und dann machen wir uns los Richtung Rovna, um dem Philipp zu helfen. Genau, das werden wir tun. Ja, dann bis zur nächsten Folge Kingdom Come Deliverance. Bis dahin, tschüss!